Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe hier einen neuen Akkuschrauber von Wakeme. Und ich dachte mir, ich packe das heute mit euch zusammen aus, gucke es mir ein bisschen an, von den Materialien her, von der Ergonomie her und so weiter und so fort. Ja, das ist die Box. So kommt das an, ne? Von Amazon. Ja, ist natürlich noch ein Karton und so weiter. Drumherum ist klar, ne? Also es kommt jetzt nicht so an. Ja, auf jeden Fall ein Karton ist dabei, ne? Wie es so üblich ist. Und ja, das ist auch der komplette Inhalt. Ja, also wir haben hier eine Bedienungsanleitung. Ja, ich meine, kann man reingucken, ne? Aber das ist halt ein Akkuschrauber und in der Regel ist das selbsterklärend. Gucken wir uns mal das Zubehör an, was überhaupt dabei ist. Wir haben, sieht man sofort, zwei Akkus. Schon mal ganz gut. Packe ich mal zur Seite. Ich hole einfach mal alles raus. Wir haben hier ein Ladegerät, so wie es aussieht. Zubehör. Der Akkuschrauber an sich. Nochmal raus. Bedienungsanleitung. Und dann noch so ein Flex-Teil und das war's. Das packe ich mal zur Seite. Ist ja auch lustig, dass das alles verpackt ist und nicht schon hier drin einsortiert. Was will ich heute machen? Ich will mir heute so ein bisschen die Qualität angucken. Test, ja, mache ich ja heute in diesem Video nicht. Wenn ihr unbedingt so einen intensiven Test sehen wollt von dem hier, dann schreibt das doch unten in die Kommentare, dann mache ich das, wenn Interesse da ist. So, das ist der Akkuschrauber. Ja, vom allerersten Eindruck fühlt es sich wie ein ganz normaler Akkuschrauber an. Kostet so, ich weiß, guckt einfach, ich verlinke das mal unten, dann könnt ihr auch den aktuellen Preis sehen. Ich weiß nicht, 40, 50, 60 Euro, so um den Dreh. Ja, fühlt sich jetzt vom ersten Eindruck her an ganz normal an, ist Plastik, hier ist es gummiert, das Schwarze ist gummiert, das heißt, wenn das auch mal irgendwie so runterfällt, sollte es vermutlich nicht direkt kaputt gehen. Ich guck mal schnell nach den technischen Specs, vielleicht finde ich das hier so auf die Schnelle. Wir haben insgesamt 18 Drehmomentstufen, wir können bohren, das ist keine Schlagfunktion. Ist nicht mit dabei. Ich glaube, hier haben wir die Newtonmeter-Angaben. 1 bis 3, 13 bis 14 Newtonmeter. Und 18 sollen 35 Newtonmeter sein. Am Anfang habe ich noch gemeckert, ja, Bedienungsanleitung muss man nicht reingucken. Jetzt gucke ich selber rein. Ja, hier haben wir sogar auf Deutsch. Genau, hier haben wir die Specs. Hier, ich halte es einfach mal rein. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Batteriekapazität 1500 mAh, Ladezeit 2 Stunden, das sind ja auch so die wichtigsten Sachen. LED haben wir auch dabei. Genau, das sollen die Newtonmeter-Angaben sein. Da haben die sogar reingeschrieben, für was man welche Drehmomentstufe braucht. Finde ich eigentlich ganz gut. Zum Beispiel 15 bis 26 mittlere Schrauben in Weichholz oder kleine Schrauben in Hartholz. Und 18, die höchste Drehmomentstufe mit 35 Newtonmetern. Große Schrauben in Nadelhölzern, mittlere Schrauben in Hartholz und große Schrauben in Hartholz. Ich tu mal hier so einen Akku dran. Genau, wir hatten ja gesagt, mit Bohrfunktion. Wir haben zwei Gänge, einen schnellen und einen langsamen. Funktioniert alles ganz gut. Gut, obwohl hier hakt der ein bisschen. Also, seht ihr das? Ich weiß jetzt nicht, ob das... Also, das ist der schnelle Gang. Das ist der langsame Gang. Das sollte jetzt der schnelle Gang sein. Okay. Ja, jetzt klappt's. Was mir aber auch auffällt, wenn der Akku drin ist, dann ist das hier ziemlich lang. Ja, guckt euch das mal an.
wenn der Akku draußen ist, der, dann ist das cool, ist das von der Länge gut, aber wenn er halt drin ist, ja, also ist mir jetzt halt nur aufgefallen, ne? Ist jetzt nichts Schlechtes oder so, ist mir halt nur aufgefallen. Recht schwer, muss ich sagen. Aber ich komme auch gerade vom Training. Ich bin jetzt vielleicht auch geschwächt. Kann auch sein, dass es mir nur schwer vorkommt. Gucken wir mal rein, wie schwer das Teil ist. Dann gucken wir mal, was die wiegt mit Akku. Ein Kilo knapp, circa. Also ein Kilo ist schon, ich weiß nicht, ist das schwer für eine Akkuschraube, ein Kilo? Ja, oder? Oder ich weiß es nicht. Ne? Schreibt es gerne mal unten rein. Rechts-Links-Lauf haben wir auch. Hier haben wir rechts und links dann noch so einen Bithalter. Die Bits hier kann man aber, keine Ahnung, die kriegt man irgendwie nicht raus. Die kriegt man gar nicht raus. Das ist natürlich... Vielleicht kriege ich die ja mit meinem Geodreieck raus. Oh, jetzt ist mein Geodreieck kaputt. Das war keine gute Idee. Dann nehme ich mal einen Kuli. Ja, mit einem Kuli kriege ich die raus. Diese Bits hier. Ja gut, ich meine, man hat den Bithalter, das ist gut, wenn man, ist praktisch, aber man kriegt die Bits halt, man kriegt die Bits nicht raus. Ganz ehrlich, man braucht ein Werkzeug, um die Bits hier rauszuholen, aber ja, immerhin ist es halt, wird es angeboten. Die Stufen lassen sich, die haben einen guten Knackpunkt, sage ich mal. Ne? Hier, das funktioniert auch ganz gut. Bis jetzt... Ich glaube, der Motor soll bürstenlos sein. Oh, hier ist ein Stück von meinem Geodreieck. Das ist natürlich sehr doof. Gut, wir haben hier auch noch einen zweiten Akku. Was mir aber auch aufgefallen ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dieser Verschluss hier. Ja, also beim, der rastet ein, aber beim Rausholen ist das Feedback ja, jetzt nicht doof oder so, aber es ist halt nicht perfekt. Ne? Aber es rastet ein und es hält fest. Das ist das Wichtigste. Aber beim Rausholen muss man so ein bisschen wackeln. Ist mir halt nur aufgefallen, muss jetzt nichts Schlechtes oder so bedeuten. Ne? Gucken wir mal beim zweiten Akku. Ja, beim zweiten Akku ähnlich. Aber gut. So, normalerweise kenne ich das ja bei Akkuschraubern, dass man so ein etwas größeres Ladegerät hat. Jetzt haben wir hier nur so ein, ja, so was Kleines dabei. Und man lädt die Akkus dann hier. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ist okay. Es ist halt positiv, dass man halt nur so ein kleines Ladegerät hat und nicht so einen Kasten. Es ist dann halt ein bisschen transportabler, ja. Ja, ich habe es jetzt nicht ausgiebig getestet. Vom ersten Eindruck macht es schon wirklich einen soliden Eindruck. Dann gucken wir uns nochmal das Zubehör an. Das lege ich jetzt erstmal zur Seite. Also, dann haben wir hier noch so einen flexiblen, ja, für Schränke, wo man irgendwie um die Ecke, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich tue das mal hier rein. Und schau mal, wie das ist. Seht ihr das? Ja, funktioniert ganz gut. Ich mache mal den langsamen Modus. Ja, finde ich eine coole Sache. Man kann auch quasi so ein S machen.
Finde ich cool. Also, ich besitze so ein Teil auch nicht mal und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass man sowas zwischendurch echt mal gebrauchen kann. Ne? Dass man irgendwie so durch eine Ecke oder so muss. Finde ich cool. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, gucken wir uns noch die anderen Sachen an, was hier mitgeliefert wird. Hier haben wir ein paar Nüsse. Ja, ganz ehrlich, die Nüsse, ist cool, dass die dabei sind. Aber ich krieg die hier nicht mal raus. Ich krieg die hier nicht raus. Ich krieg die hier beim besten Willen nicht raus. Ne, ich krieg die hier nicht raus. Oh, egal. Auf jeden Fall, ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich sie jetzt nicht getestet habe. Normalerweise soll man sie erst dann beurteilen, wenn man sie eine Weile genutzt hat, die Nüsse. Aber so vom Aussehen her würde ich das jetzt als, guckt es euch an, selbst. Ich mache euch einfach selber ein Bild. Ja, ist auch voll cool und voll nett, dass einfach ein paar Bohrer dabei sind. Na, die kann man vielleicht ein, zwei Mal nutzen und dann. Aber ich finde es cool, dass das halt dabei ist und das ist halt auch nicht selbstverständlich. Und hier ist dann halt auch noch, was ich extrem cool finde, ist das Teil. Weil das Teil ist einfach ein Bithalter. Das ist einfach ein Bithalter, wo man die Bits wechseln kann. Das finde ich geil. Da muss man nämlich nicht mal das Bohrfutter aufmachen. Ja, es ist halt nicht magnetisch oder minimal magnetisch, aber das reicht, ja, wenn man jetzt mit dem Imbus reingeht, ne, dann verkantet das sich oft mal nicht, also minimal und dann bleiben die halt hängen. Und dann ist der Magnet schon zu schwach, aber das Teil finde ich cool für so einen Akkuschrauber. Sowas kann man bestimmt auch so kaufen mit einem stärkeren Akku, mit einem stärkeren Magneten da drin. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Sehr cooles Teil, ehrlich, sehr cooles Teil. Ich hole mal schnell meinen anderen Akkuschrauber, damit ich die mal, also von Einheld, damit ich die einfach mal so daneben legen kann. So, das ist ja mein Einheld-Akkuschrauber. Ja, also von der Wertigkeit, von den Materialien her und von der Verarbeitung her würde ich schon sagen, dass der Einhell weiter vorne liegt. Das seht ihr zum Beispiel auch hier. Das sind so Kleinigkeiten. Ne, hier die Verarbeitung ist halt beim Einhell ist definitiv besser. Das Handling ist ungefähr ähnlich, ist gleich. Ne, vom Gewicht her ist das auch ähnlich. Ne? Kann ja mal gucken, wie schwer mein Einhell ist, damit man hier auch einen Vergleich hat. So. Ja, wiegt auch ungefähr ein Kilo, aber hier ist halt kein Bohrfutter dran, aber ich glaube, das macht jetzt auch die Kuh nicht fett. Den Öfkohl nicht fett. Aber an sich, ja, von der Verarbeitung ist der Einhell natürlich besser. Vom Lauf her. Aber ich habe Gefühl, dass dieser hier ein bisschen mehr Power hat. Ganz ehrlich. Oder der ist einfach nur lauter. Ja, wollte ich euch nur mal zeigen. Von der Verarbeitung allgemein ist aber Einhell wirklich, das ist einfach was Besseres.
muss ich sagen. Aber schlecht ist das nicht, ne? Also nur weil das jetzt besser ist, ist das jetzt nicht unbedingt schlecht. Es ist halt jetzt wirklich im direkten Vergleich nur aufgefallen. Ja, testen werde ich das Teil jetzt nicht. Wenn ihr einen Test sehen wollt, sagt Bescheid. Die Bits zeige ich euch noch kurz. Standard-Bits würde ich jetzt sagen. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist ja nett, dass es dabei ist. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder. Abonniert doch gerne auch den Kanal. Ich würde mich freuen. Das motiviert mich dann, mehr Videos zu machen. Also haut rein. Bis dann. Ciao.